Da sind wir wieder bei The Forest mit den Yay! beiden komischen Gestalten da hinten. Die arme einzige Frau hier. Naja, du siehst nicht aus wie eine Frau. Wow, wie du Ja, das, siehst, ich habe gekommen mich von der verkleidet. Arbeit, ja. Wir waren jagen und erfolgreich, teilweise. Wir haben ein paar Das Wildtiere sehe ich. gefunden. Das sehe ich. Darum lebt auch die Schildkröte hier vor mir noch, ne? Weil ihr so erfolgreich gejagt habt. Ja, das ist die Frage, was wir jagen. Oh. Das Dann war gehe ich nicht. was unter, ey. Scheiße. Achso, übrigens, diesmal ist die Aufnahme auch aus meiner Sicht und nicht Mr. Cuttaffys Sicht, weil er hat letztes Mal einfach spontan aufgenommen und wir wussten nichts davon. Wir haben es nicht Ich hab's am angekündigt. Anfang angekündigt! Ja, wir haben nicht Mehrfach! zugehört. Deswegen sind die ersten Folgen alle aus seiner Sicht. Und viel besser. Natürlich, weil, ne, ihr kennt meinen Rechner. Mein Rechner kackt ab und ich habe die Nein, also. schlechteste Grafik ever. Es geht nicht um die Grafik, es geht einfach um den Inhalt. Der ist ganz schlecht. Der ist viel besser. Oh, aus meiner Sicht Löwe! wäre das alles viel besser geworden. Aus meiner Sicht wurde so viel rum hier. Nee, nee, nee. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Komm her, komm her. Was? Wie? Oh, ich bin ah! bewaffnet. Okay, die spielen da schon ein bisschen rum. So, erstmal was trinken. Ich habe erstmal Hunger. Essen wir auch Wir sehen, dass hier Beine hängen. Haben wir was zu futtern außer Beine? Lilly? Sag mal, ganz unter uns, ne? Geh weg. Nicht böse gemeint, aber. Am sexuell. Was? Geh weg. Du hast eine weibliche Stimme, aber einen männlichen Körper. Bist ja, falschen Körper ich geboren? Hab mich verkleidet. Ich mache gerade eine Geschlechtsumwandlung zum Mann. Ach so, natürlich. Also dafür Gerade. Sieht es gar nicht mal schlecht aus, ne? Also Dankeschön, nur, Dankeschön. Ja. Komm her. Oh, nee, okay. Warte mal. Nee, lass mal. Ich hab Hunger. Ich Was? muss jetzt essen gehen. Was? Das Kaninchen kriegt nichts mit da oben. Also nichts gegen Transsexuelle. Ist vielleicht doch ne? besser, dass ich nichts mitbekomme hier. Respekt ja. an die. Du bist nur unser kleines Haustierchen. Was? Übrigens haben wir einen ganz lustigen Bug, er geht auch nicht mehr weg. Wir Ja. haben überall, wo wir was gebaut haben, keine Bäume mehr. Sie sind einfach weg. Dementsprechend hängen auch unsere schönen Gibt es Blutungsschaden? Dingstöpfe Nur mal hier, so ne? nebenbei? Kann man verbluten? Blutungsschaden? Nee, ich glaube nicht. Du kannst halt nur eine Infektion kriegen. Aber ich denke mal, wie gesagt, das lag jetzt bestimmt am Update. Ist ein neues Update jetzt rausgekommen wieder von The Forest. Gibt's echt nur Beine? Nee, da hängt auch normales Fleisch. Und Seh's grad. Ich würde mal behaupten, dass es daran liegt. Übrigens, nee, ach, ist egal. Blaubeeren, hier sind Blaubeeren, wenn ihr welche wollt. Yay, nein. Ich? Gut, dann sammle ich sie. Wohl doch, ich brauche welche. Gut, dann ich bin nämlich noch euch. Nicht ganz, Ich hab mir nur zwei genommen. Ganz satt. Ja, ich würde vorschlagen, ich habe gepflanzt. Es gibt ja Pläne. Neue Waffen besorgen, ne? Wir sind total waffenlos, also wir haben jetzt hier nicht unbedingt das Beste. Wir haben hier nur einen Speer und nur ein, ja, mickrige Plain Axe. Aber wir haben schon ein Katana. Nee, ja. haben wir nicht. Ja, ich habe ein Katana in der Hand. Ich Wieso glaube, hast das du ist ein der falsche Katana Spielstand. Keine Ahnung. Du hast den falschen Spielcharakter geladen, du da, du da. Ich habe nichts gemacht, ihr habt mich eingeladen. Ich habe wirklich den falschen Spielstand. Guck mal auf dein Inventar. Lili meine ich. Es geht wieder los. Ja, das Ach, ist jetzt die ersten die Frage, Aufnahmen sind ne? so schon für den Arsch, ne? Ja, das ist, ihr seid dabei. Die Axt hat sie auch. Du hast irgendwie mit falschem Charakter geladen. Kann das sein? Du hast mir eine Einladung Warte mal, wenn geschickt, ich sie töte, kriege ich das denn? Was? Nein. Schade. Nein. Okay. Das ist das Problem jetzt. Keiner von uns hat natürlich eigentlich Waffen. Wir müssen jetzt Waffen Also suchen. Ich hab Waffen. Das Lustige ist, ich hab nicht nur die Waffen. Im Grunde habe ich auch die ganzen Rampen, die wir gebaut haben, oder? Weiß ich gar nicht. Na? Nein, nee, nur die eine. Sind tatsächlich weg. Oh. Weine. Ja, theoretisch, ich kann ja mit euch kommen. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich die Waffe schon, Nein, Waffen schon hab. Können wir denn? Wir können ja trotzdem dahin gehen genau. und dann die euch auch noch holen. Lohnt sich jetzt nicht, den Charakter genau. zu wechseln. Okay. Haha, dann, ich habe Katana und ihr nicht. Warte mal, ich mach mir mal eine Fackel, ja? Damit ihr mich seht. Die menschliche Fackel ist wieder da. Hä, wie mache ich denn? Würde ich sagen. Es gibt doch irgendwie Pfeile, die anzündbar sind. Wie mache ich die denn? Mit Alkohol. Brauche ich nur Alkohol oder Ja, ich... du machst die Pfeile auswählen, legst ja. sie rein, dann nimmst einmal Alkohol. Du kannst auch so viele nehmen, wie du willst, an Pfeilen. Und dann sind sie alle ja, anzündbar. Ach ja, man braucht noch Stoff dazu, okay. Und was noch? Ach ja, folgt dem Führer mit dem Licht. Naja. Dem Führer ist schon klar. Ja, gut. Dann sind alle wieder ausgegangen. Ich bin jetzt auf Bogenschütze. Ich habe jetzt meine Klasse gewechselt. Vorher war ich Axtkämpfer, jetzt bin ich Bogenschütze. So, Mr. Yeah. Kanati, dafür, dass ich du ein Kaninchen bist, ist ganz schön gruselig.
Ja. Aber guck ihn sich mal an hier, ne? Er sieht einfach aus. Episch aus. Ja, ja, weiß halt. Krass. So wie es sein muss. Ja. Weiße Kaninchen. Kann man noch irgendwie zoomen? Nein. Leider nicht. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Na gut, let's go. Wir werden, und zwar hier an diesen Einwohner-Kannibalen aufladen. Hey. Oben links. Ja. So, dahin. Der Busch. Habt ihr... Ach nee, ist egal. Essen finden wir unterwegs, zur Not. Ja, ich habe noch ein paar Riegel, glaube ich. Stimmt, Riegel haben wir ja auch noch. Genau, deswegen waren wir keine Soda mehr. Cool. Deswegen waren wir ja beim Schiff. Schön. Wir waren auf Jagd, um die Frau mit Essen zu versorgen, wenn die Frau am Herd steht und kocht. Ich habe auch Soda und Du, ich bin bewaffnet mit einem Katana. Überleg dir, was du sagst. Ich habe nichts gesagt. Du kriegst es eh nicht hin. Tötest dich mit dem Katana selbst. Scheiße, ich hab mich angezündet. Scheiße. Du bist so doof. Ich sag es noch. Sie tötet sich selbst unterwegs. Oh Gott. Es war so derbes Karma gerade. Unfassbar. Ein bisschen abzusehen, würde ich sagen. Verdammt. Kaninchen, Kaninchen, muss Kaninchen töten. Ich habe deine Mutter getötet. Vor allem, wie du trotzdem mal so ein Teamspeak abspackst, ne? Warte. Aber ich weiß, was ich mache. Ich lege einfach ihre Tonspur bei mir mit rein. Genau, das wird immer gut. Geht doch, glaube ich, sogar, ne? Ja. Oh. Dann leg, genau, dann mache ich deine Tonspur einfach mit und das Video runterlegen. Das kann ich ja einstellen, mit der, auch mit der Lautstärke. Und dann haben wir auch das Problem nicht. Dann kann ich dich theoretisch auch beim Team muten. Genau, mute dich mal. Tonspur? Okay, Leute, ich würde gehen. Ich verstehe den gerade nicht. Was? Jetzt wird das du. Los. Ja. Wow, so ein Piep. Ja, gerade noch rechtzeitig gesagt. Schädel. Kurz abspacken hier gerade, weil natürlich ich auf den Desktop musste. So, jetzt bin ich wieder da. Warum das denn? Warum gehst du denn auf den Desktop? Ja, ich sollte dich doch muten. Nein, das war Spaß. Achso, jetzt habe ich sie gemutet. Ich glaube nicht, dass man mich dann noch bei dir hört. Nee. Egal, bei mir hört man mich. Das reicht mir. Bei mir hört man dich auch. Sehr schön. Ja, oh, ein Schädel, ja. Seile. Stoff. Na, ich leg halt deine Tun. Meine Tonspur, meinst du jetzt so meine von meinem PC oder so? Obwohl, da fehlt mir gerade. Weil ich habe keine extra Tonspur. Ja, deswegen habe ich das gerade so. Doch, das geht schon. Wenn du mir das Pfeil gibst, kann ich das extrahieren, aber. Kann sein. Aber dann hast du dich doppelt. Dann sind zwei Aufnahmen scheiße. Deine Fackel ist übrigens sehr ungut. So, also wir müssen langsam weiter. Hast du gerade angezündet, kann ich dir? Tut mir leid, wenn ich euch... Er hat mich angezündet. Episch, ich feier es. Ich muss so kurz nochmal Licht anmachen hier. Warten, das kann... So. Lalalala. So, dann folgt dem Licht. Folgt dem Herr des Lichtes. Ja, Herr des Lichtes. Ja, du hast auch so viel Game of Thrones geguckt. Du solltest weniger Game of Thrones suchen. Finde ich gut. Oh, Fledermäuse, wir sind richtig. Jetzt schon wieder. Nix. Fledermäuse. Die sind nicht die sind süß. Da kommt der her, Leute. Let's go. Computer! Ja, wenn es denn funktioniert. Bild, ne? Von. Oh. Von deinem Sohn hier anscheinend. Deiner Mutter. Teddybär. Ja, offenkundig deine Mutter. Ja. Kann ich nicht recht. Der Teddybär ist ihre Mutter? Ja. Meine. Ja. Stimmt. Ich bin ja Panda-Lilly, ne? Unter anderem. Also Panda. Ach, nichts auf dir. Das ist so lange, dass ihr irgendwas rafft. Ja, das ist Standard bei mir. Aber immerhin habe ich es noch gerafft. Ja, das stimmt. Stöcker. Ist das eine gute Idee, hier reinzugehen? Ja, passt schon. Ich habe ja das Katana schon. Ich kann euch verteidigen. Mach mal auf Katana wechseln, Schatz. Du weißt, wer da gleich rechts auf uns wartet. Ich weiß, hab ich doch schon. Sag ich doch. Wer wartet denn da? Komm, Muschi. Katana. Na, dann lauf mal hin. Ja, Muschi nicht, aber. Du weißt, so ein Typen, die im Wasser stehen. Boah, Geld. Schlafen, besser Geld. Geld. Attacke! Was mir hier gar nichts bringt, aber. Naja, gut. Attacke! Ja, gut, dass sie schon mal brennen. Sehr schön. Hey, wo holt ihr hin? Ja. Oh, hallo! Kann das sein, dass der Pfeil und Bogen nicht so viel nützt? Nee. Ganz schön dunkel hier auf einmal. Na gut, dann gehen wir auf die altmodische Art weiter ran. Sehr gut. Schlechter. Sind wieder unterwegs. Ja. Okay. Schade für dich, dass du die Körper nicht mitnehmen kannst, nicht wahr? Ja, ein bisschen schade. Guck mal, hier liegt jemand. Oh, guck mal. Der guckt aber nett. Hat er den schon mal gesehen? Der sieht sehr platt aus irgendwie. Warum nur? Und da guck mal, da kommen noch Gedärme raus. Oh, yummy.
Der ist mir noch nie aufgefallen. Vor allem dieser Stein da oben. Oh mein Gott. Ihr guckt auch so aufmerksam. Nehme deine Fackel weg, ich habe Angst. Ja, dann komm mit, let's go. Und hier, wir müssen jetzt hier runter. Und... Ach, das war diese lange Abseilung. Ja, yeah. Da haben wir schon mal gleich die moderne Angst. Leute, erst mal ein Abseilen. Merkt euch den Weg. Mir wird langsam kalt. Er ist ziemlich leicht. Boah, das dauert aber auch lange hier. Ist es schlimm, wenn man keine Ausdauer hat? Fällt man dann runter? Nö. Gut. Nee, ich lass mich nicht immer runtersliden. Und für alle... Slidet man runter? Trifft. Immer noch. Er ist nicht. Bisschen... Könnte eigentlich auch live streamen, Pepe. Und da kommt er schon an. Wunderschöner Popo. Ja, der ist hart trainiert. Hier liegt auch ein Baby, ne? Ist euch das bewusst? Was? Hier so? Ich seh Körperteile ganz viele. Ja, Alter, auf was du immer achtest. Unfassbar. Ja, ich guck halt. Oh, voll das verbrannte Baby. Oh. Ich sehe hier nur Schenkel. Ja, oh, ganz viele. Yummy. Ah. Und da liegen aber auch Babys drin. Hier, jetzt verliegen zwei Stück. Nicht... Öcke sind bei mir jetzt auch schon voll mittlerweile wieder. Ja. Hier gibt's Dynamit. Hier gibt's doch auch, glaube ich, Soda, oder? Dynamit! Oh, Kacke. Bitte? Bitte was? Nix! Ich höre auf, was kaputt zu machen. Dynamit? Nein, Dynamit. Liebes Kandidat. Dynamit! Ah, richtig viel. Yay. Und Soda! Seile! Packt alles ein, was ihr finden könnt. Und die Axt! Hier gibt's die Axt! Hier gibt's die Axt! Cool, ich kann sie nochmal nehmen. Bringt das was? Nee. Lässt sie droppen. Gut, wo gab's nochmal die Axt? Wo ist die Axt? Hier hinten. Oh, Axt! Soda? Oh, Dynamit? Wie verwende ich Dynamit? Jede Menge Dynamit. Ah, hier, Soda! Wie verwende ich das? Muss ich das irgendwie anzünden? Ah, ja. Ja, ich würde jetzt übrigens nicht in die Richtung gehen, wo wir herkommen. Kaninchen, ernsthaft. Ich sage dazu nichts. Merkel, gib dem Kaninchen kein Dynamit in die Hand. Beziehungsweise nicht Pfote, das tut nicht gut. Wie schnell ist denn diese neue Axt? Übrigens, hier oben liegen noch Medikamente, ne? Oh, die ist ja langsam. Also mit dieser neuen Axt kannst du viel schneller Bäume fällen. Also macht die ist ja super langsam. Aber die blockt gut. Und du kannst Zähne dran machen, dann wird sie noch stärker. Ja, aber ich will nicht stärker, die soll schneller sein. Ja, dann nehmen sie halt zum Bäume hacken. Ganz gut so. Es gibt auch noch mehr Äxte hier. Halt. Was? Ernsthaft? Ist das ein Zahngeräusch? Ob das Geräusch die ganze Zeit her? Ich hab noch nie gehört. Cool. Doch, interessant, aus was für Bewegungen du dabei teilweise machst. Was mache ich denn für Bewegungen? Du hast gerade deine Hand so geschwungen. Jetzt sieht's aus, als wenn du verletzt bist. Reibst du dir an der Brust. Ich guck weg, das ist mir zu viel. Ob hier noch irgendwo was drin ist? Oh, ein Chip. Cool. Noch was? So. Und Leute, so muss eine moderne Axt aussehen. Guck mal. Guck mal hier hinten dran an die moderne Axt. Siehst du das Ende der modernen Axt? Ja, das sieht so hell aus. Das sind Federn. Ich sehe keine Federn, aber okay. Okay, bei mir sind da nämlich Federn dran. Ja, dann ist sie schneller auf jeden Fall. Ah, bei mir auch. Aber sie wird schwächer dann. Ja, ein bisschen, aber da kann man ja Zähne dran kleben. Oh, jetzt wird es langsam frisch, sehe ich gerade. Also es wird Zeit. Ja, hier ist Feuerchen hier. Ich hab schon wieder so viel, aber ich glaube, ich kann auch keine Bomben mehr. Ich hab zu viele Bomben. Ja, also wenn ihr alles habt, so an Seilen und Dynamit und die Axt und so weiter und so fort, dann lasst mal wieder hoch. Dann gehen wir danach oder jetzt auch gleich weiter und zwar zum Katana. Okay. Katana, Katano, Katanianono. Weg von den Babys. Ist von diesem Lilly. Ort diese Position Bitte, aus. Bitte was? Kannst du mal aufhören, mir auf den Arsch zu starren? Ich finde ja, das aber, nicht witzig. Das geht nicht. Also das ist. Guck weg. Ich renn einfach schnell hoch. In Razor rein. Yay. Und das mache ich, glaube ich. Das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall mit ganz, ganz langsam und mit so einer Melodie machen. Das ist nie. Das werde ich schön. So, ja. Wahrscheinlich noch als Thumbnail setzen. Ne? Ja genau. Natürlich. Hört mal alle auf, Lilly, du hast aber einen schönen. Po. Vor allem sah der Arsch wirklich weiblich aus irgendwie. Das werde ich natürlich nicht machen. Nein, natürlich nicht. So böse bin ich nicht. Also mir zu viel Arbeit. So viel Arbeit möchte ich mir nicht machen für nicht so viel Spiel, ja. Ich werde das sehen. Ich. Einfach schon kommen. Oh je, so. Oh je. Hier fallen übrigens überall Koffer rum. Ist das normal? Gibt's hier noch irgendwas in dieser Höhle? Ich glaub nicht.
Ist das nur ein Niederwurf hier? Wir haben nochmal Geldscheine und so gefunden, ne? Weißt Geld! Du komm, dann lass uns mal den Höhlenturm. Jetzt gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch noch ein bisschen umgucken. Ja, nee, so weit weg. Hey, wo war das hier? Ich weiß noch nicht mehr wo. Hier geht's auf jeden Fall auch noch nach unten, ne? Ja, Achtung, wir finden wir nicht mehr raus. Hier liegen ganz, hier liegen ganz viele Seile. Ich hab noch was gefunden. Ja, ich kann keine mehr nehmen. Ich auch nicht. Können wir auf jeden Fall noch was gebrauchen für die. Was ist das denn hier? Innen haben wir Alkohol. Alkohol. Hallo. Oh, ich bin Alkohol. Ach, ich habe ja ganz viel verbraucht für die Alkoholiker. Bisschen too much Alkohol. Dann macht mal die Koffer auf hier weiter. Noch mehr Alkohol. Da noch einer an der Wand. Jemand hat irgendwas gefunden. An den Wand? Ich höre Geräusche hinter uns. Bildest du dir ein? Okay. Dann ist ja gut. Wir haben mir einfach geglaubt. Ey, Batterien! Batterien? Wo? Batterien. Die Lilly hat mir einfach mal Batterien geklaut. Ja, ich hätte irgendjemand was gefunden. Klar. Irgendwer hat hier einen Brief oder irgendwie sowas gefunden? Kann ich? Komm mal her. Guck mich mal an. Ja, hallo? Ja? Bam. Scheiße, voll an dir vorbei. Oh Gott, ich stehe einen Meter vor dir und werf den Tennisball an dir vorbei. Das ist so typisch. Das ist typisch Frau. Ja. Leute? Das auch. Ja? Kommt mal mit hier runter. Warum denn? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich hab was gefunden. Seile, oder was? Nee, doch nicht. Hat sie erledigt. Ernsthaft? Cool, du hast Seile gefunden. Ja, wow. Und Stöcke. Nee, ich hab gedacht, aber ganz kurz, warte mal. Da oben war dieses Geräusch von wegen, du hast irgendwas Tolles gefunden. Was haben wir denn da oben gefunden, Tolles? Ja. Vielleicht war da irgendein Foto wieder in der Nähe, was ich ja, aber das habe ich nicht gefunden, genau. Irgendjemand von uns. Meine Fackel ist. Mein Licht ist aus. Irgendjemand hat von uns was gefunden? Nee, alles gut, das hat er erledigt. Nein, was denn? Erzähl. Gibt noch was, was ich euch zeigen kann, aber dazu muss ich herkommen. Erstmal will ich wissen, was wir jetzt hier gefunden haben. Nee, alles gut. Ich habe mich verguckt. Ich dachte, da wäre ein Projektor, aber das ist nur irgendwie. Alter, du hörst mir nicht zu, wenn ich rede. Ich hatte den Alkohol übersehen. Wie konnte das geschehen? Das Geräusch von wegen, ich habe ein Foto gefunden oder ich habe sowas gefunden. Hier, wo ich bin. Nein, hier, wo wir jetzt sind. Das ist Licht gewesen. Das flackert so, als wenn das, wie gesagt, ein Projektor oder so. Der hört mir nicht zu. Ist das üblich bei ihm, Lilly? Ja, ja, das ist Standard. Okay. Also ich kann nicht verstehen, Kaninchen. Ich hatte das Geräusch jetzt nicht. Okay. Ich habe auch nichts gesehen, was jetzt irgendwie von Bedeutung wäre. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, warum das Geräusch da war kommt. Alles gut. Na gut. Alles gut, sagt er. Ja, ja das sagt gut. Er immer. Aber im Endeffekt ist nie wie alles gut. Ich hab euch schon fressen, Jären. Ja. Das glaube ich schon eher. Das ist realistischer. So. Weit weg hier. Ich habe Angst. Aber wie mache ich denn, wie funktionieren denn jetzt Feuerpfeile? Vor 5 Sekunden schon gefragt? Ja, aber wie funktionieren die? Das ist die große Frage. Du musst sie. Ich hab's vergessen. Komm erstmal raus, hier kann ich. Huch, ich bin gleich da. Mein Licht ausgegangen, weil. Ich habe einen Feuerpfeil. Okay. Der Feuerpfeil brennt übrigens nur 2 Sekunden oder so gefühlt. Also man muss schon sehr schnell dann jemand damit abschießen. Dann ja, zwei nicht, Sekunden bitte. Jetzt nicht, aber hast schon recht. Hier liegen übrigens Arme. Wenn wir nett sind, ist das normal? Sekunden. Ja, doch. Gut. Guck mal hier, ist das nicht auch ein Baby? Das. Ein Unterkiefer. Kiefer. Schön. Oh, ich habe einen Tisch gefunden. Und Knochen und Skulls. Sehr schön. Waren wir hier schon? An ja, dem See? Und eine Zeichnung von Jimmy. Von Timmy, oder? Jimmy. Timmy! Timmy! Gehen wir mal zu. Timmy! Die Zeichen sind immer richtig süß. Timmy. Oh Gott, geht es hier wieder runter. Gleichermaßen. Hui! Ein Schädel. Ein Herz. Oh. Cool. Warum kann ich ihn das nicht mitnehmen? Ja, es ist. Geil, es bewegt sich. Wie geil. Eklig, aber. Hier oben ist Timmy. Das auch geil ist, das sei jetzt mal dahin. Es hat was. So, eine Timmy-Zeichnung liegt hier schon mal. Oh. Ich geh mal mit der Zeichnung. Nein! Zurück! Was denn? Ich geh da nicht hin. Was denn? Noch ein Herz. Zurück. Ich mag nicht. Warum denn? Nichts, ist da Muschi Klaus oder was? Okay, lass hin! Bin hin! Los! Nein, komm! Wir sind 3 Leute. Hier liegt ein Helm. I.
Der Stein war Gegner! Irgendwie. Gegner! Oh Gott, der Stein ist verbrannt. Ist das Lily? Gegner! Gegner! Lily, Gegner! Ja, ja, passt schon. Bei sogar. Ey, ich wollte nur Hallo sagen. Geschlagen, der Schlüssel. Warum brennt er eigentlich? Hat jemand den? Weil ich mit Feuerfällen schieße. Ah, sehr schön. Danke. So, das war der eine. Na? Der andere kommt zu dir und rennt wieder weg. Oh Gott. Der will keine Liebe erhalten. Krieg einen Pfeil im Kopf. Der keine Liebe in dir. Das ist ja das. Oh, da kommt noch einer. Oh. Da kommt einer an. Beide mit einem Pfeil erschossen, geil. Ja, und ich habe ihn erst erledigt. Oh, hinter uns? Nö. Auch sehr interessant da übrigens. Behind you. Der liegt richtig geil da. Ja. Da links ist da vorne übrigens noch einer, ne? Nur so nebenbei. Ich suche ja was. Aber ich hab es jetzt nicht gefunden. Hi, my friend. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Ich hab mich mal entschieden. Hab jetzt keine Ahnung, wo es ist. Ich geh jetzt. Du magst die Feuerpfeile, kann das sein? Ja. Ich hab das letzte Mal in der letzten Session halt so viel mit Axt gekämpft. Man muss ja auch ein bisschen Abwechslung in Skills haben und so, weißt du? Skills. Und deswegen. Naja, und man muss ja. Skills. Man kann ja nicht nur Nahkampf, nicht nur Axtkampf steigern, man muss ja auch andere Fähigkeiten steigern. Mhm. Nee, alles gut. Du machst das ganz gut. Bist du noch da, Lilly? Gut. Ja. Meine Höhle, weil die Höhle ist mir ganz ein bisschen groß. Kommt her, Leute. Riesig, ist verdammt wir sind in dieser Höhle. Wir erkunden. Komm hierher. Hier ist richtig die Höhle. Ja, hier ist Action. Hey, wir wollten nur noch die Dings holen. Ja, das können wir später machen. Jetzt sind wir in dieser Höhle. Ach man. Ich höre Geräusche. Ich glaube, ich muss was trinken. Mit dem Katana wird wohl nichts mehr. Doch, na klar. Ich höre die Nacht Geräusche. Ist ja noch und die klingen nach Tapsen. Komm her, Fackel. Wir brauchen Licht. Hier ist sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Fallen auch manchmal von der Decke, also es kann schon sein, dass hier gleich welche. Da kommt was. Nein, Spaß. Bist du ach, hier können Maschine? Wir wieder tauchen gehen. Ja, wenn wir ein Tauchgerät hätten, was wir noch nicht haben. Gebe das immer gut. Also ich muss ja mal sagen, von der Atmosphäre her ist das schon extrem cool. Mhm. Weil es ist. Hier ist ein Seil. Nach oben. Dann mach hopp. Gehen wir erst da hin? Okay. Ja, kletter mal. Oh, wo kletterst du denn hin? Ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich komme noch oben an. Das funktioniert schon noch. Es ist verflucht dunkel hier. Mir fehlt hier gerade echt die menschliche Fackel. Ja, weil er nicht da ist. Da hinten leuchtet was. Ich weiß aber nicht, ob das einer von euch ist oder. Nein. Wir sind alle hinter dir. Oh Gott, habe ich mich erschrocken wegen deinem scheiß Skelettanzug. Oh, mein Herz. Ich drehe mich um und steht sowas vor mir. Unfassbar. Ja, da war das. Was hier hinten? Auch hier wieder. Ich kann schon auch vielleicht tauchen, weiß ich nicht. Hast du doch. Ich möchte so einen Leuchteschädel. Wie mache ich so einen Leuchteschädel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Warum wisst ihr sowas immer alles nicht? Weil ich weiß es, aber. Ich spiele es auch noch nicht so lange. Ihr seid so unerfahren. Hey, willst du mich mobben? Was bekomme ich dafür, wenn ich dir das sage? Ein Arschtritt. Eine Möhre, und, wenn ich bei Schlag euch bin. Mit Katana. Das will ich sehen. Wie du auf dieses Tablett eine Möhre legst. Das möchte nein, ich wirklich bei euch, sehen. Wenn ich bei euch bin. Achso, stimmt. Das kann ich, besucht uns ja bald. Ja, hey, das wird alles auf, ja? Nee, das wird nicht aufgenommen. Ganz das sicher nicht. Mich auf. Nein. Dann stehe ich da mit nein. Kamera und dann. Nein. Ich bin schüchtern. Obwohl die Szene mit der Möhre könnte man schon machen. Ja, gut, das kann man schon noch hin. Ein paar Sachen kann man ja. Also, ich werde auf jeden Fall. Also, wenn alles gut läuft, werde ich auch wieder ein Follow Me Around machen. Ich wollte gerade sagen: Fakt ist, du musst wieder die Bahnfahrt filmen. Das wäre sehr schön. Das wäre wirklich sehr episch. Und der Besuch in Hamburg, wenn denn da. Ja, weil wir. Ich da wieder, die mal gucken, was ich wieder. Diesmal angucke. Also, ich würde ja gerne was machen mit dir, ja? Erstmal müssen wir jetzt gucken, wie wir weitergehen. Und ich habe Hunger. Was gehen nämlich machen? Auch. Nein, ich würde lieber sagen, wir gehen wieder zurück. Weil hier nein, wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Weiter. Doch, hier geht doch noch was, oder? Ja, hier geht's noch weiter. Da oben geht's aber nicht mehr weiter. Verloren. Sind wir nicht von da gekommen? Ja, wir müssen hier auch wieder zurück. Da oben ist Ende. Achso, dann, gut. Und zwar würde ich gerne mit dem Kaninchen eine Sightseeing-Tour durch Hamburg machen. Das würde ich eh gerne machen. Das habe ich ihm auch schon für Sonntag versprochen. Genau, wir haben ja den Freitag und den Sonntag. Hier, hinter dieser, was ist denn hier in dem See? Was ist denn hier so? Weiter können die auch gar nicht. Ich verpeilt. Lilly, bist du hier? Ja, ich bin bei dir. Sehr gut. Weiter ist schon wieder ganz woanders. Es ist so laut! Es ist so laut! Es ist wirklich sehr laut! Lass uns weggehen hiervon! Hilfe! Ich würde das nicht tun.
Warum nicht? Für mich so, du tun, wenn du mal ein Tauchgerät hast, aber... Ja, ein... Oh Gott, jetzt ist es so gut. Können wir das oh, nicht haben, kacke, irgendwas noch nichts. Oh kacke, ich komme nicht wieder hoch. Ich die ganze Zeit vor deinem Schädel. Nö, was? Folgt dem Licht. Das, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Geh nicht drauf zu, geh nicht drauf zu. Es zwingt mich. Ich komme hier nicht okay, hoch. Und jetzt? Wo jetzt hin? Da oben geht's noch nicht weiter. Von da kommen wir doch. Wir gehen einfach jetzt wieder hier raus und dann holen wir das Katana. Hier. Von da kommen wir doch, aber da geht's doch gar nicht lang. Da glaube ich gerade keine Wege mehr. Da geht's doch gar nicht lang. Ach, ihr habt alle keine Orientierung. Ja gut, okay, ihr seid als Menschen nicht gewöhnt, in Höhlen rumzulaufen. Ich sowieso nicht. Ich, Gott, komm mit. Mitkommen. Oh mein das Gott, kann ich empfehlen, doppelt davon. Oh mein Gott, peinlich. Ich glaube, du hast heute nicht viel Orientierung. Ja, das ist einfach, ihr Menschen habt in Höhlen einfach keine Orientierung, das ist normal. Der geht ja mal richtig geil schwul hier jetzt. Was ist das denn hier? Ich will auch sowas. Ja, nicht schon, hier sind noch Leichen. Ja doch, natürlich, aber ich habe mir jetzt das erste... Hast du die Deckendekoration mal gesehen? Ah! Oh Gott, warum schreist du denn? Bist du bekloppt, ey, mein Herz. Ja, hier war gerade Fledermaus. Ich guck mir gerade die scheiß Deckendekoration an und du schreist Das sind einfach. Finger. Die waren Fledermäuse. Ich dachte, das wären Zähne. Und hier ist ein Gegner. Das sind Finger. Armstümpfe oder so. Armstümpfe und Finger. Gefragt, ne? Nur die ich will auch sowas. Ja, ja. Mann, erschreck mich noch einmal so und ich komme hier gleich rüber, du. Hau ab! Ja, das ist ja nicht weit. Du kannst doch einfach zuschlagen, oder? Das stimmt, aber dann müsstest du die Maus jetzt loslassen. Wie gesagt, hau ab. Okay, die Fledermäuse sind echt mies, aber... Okay, wir haben eine richtig gute Position. Eine richtig gute Anordnung der Kämpfer. Natürlich, aber ist ja schon tot hier alles. Alter, ist das dunkel. Mach mal einer Licht hier. Bitte. Ist das nur einer gewesen? Abwarten. Kommen bestimmt noch welche. Hier oben sind, guck mal, hier hängen noch mehr Sachen. Cool. Das sind Fledermäuse! Ja, aber sie bewegen sich gerade nicht. Was ist mit euch? Bewegt euch. Die warten, die schlafen da. Oh, ich habe eine getötet. Oh. Leute, hier ist eine Tür. Oh. Ups. Kann man die töten? Ja, ich du böse! Alter! Lass es! Lilly! Oh, das macht Spaß! Nicht die Fledermäuse! Fledermäuse von den Decken schlagen! Alter, ich schlag dir gleich eine Fledermaus von der Decke! Gleich sind sie alle tot! Guck mal, ein Doppelkill! Entschuldigung. Soll ich mal Lilly kurz anzünden? Nee, ist schon okay. Hier, mach mal eine auf. Kaninchen, komm mal her! Darks oder so. Warum? Komm mal her! Guck dir mal an, wie cool die Decke flimmert da hinten. Sieht voll schön aus. Cool, das sieht wirklich richtig realistisch und cool aus. Ne? Und es ist so laut! Es ist wirklich verdammt laut hier wieder. Aber bei dir sieht man dann nicht so. Alter, ist nicht so laut hier. Finde ich schade. Da lag schon wieder ein Helm. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Mach mal eine auf hier bitte. Ah, hier geht's weiter. Du kannst da aufmachen, oder? Ja, das geht schon. Mit dem Katana, das dürfte doch so machen. Nee, ich glaube mit dem Katana geht's nicht. Aber dafür ist ja die Axt noch gut. Komm schon. Moment. Kein Zielwasser getrunken heute. Nee. Ja, stehende Holzwände treffen ist schon schwierig. Alter, meine Fresse, ey. Es war aber auch eine schwere Geburt gerade. Ja, stehende Holzwände treffen, es ist nicht einfach. Das ist die Königsdisziplin. Das ist die Königsdisziplin des Axtschwings. Ja, ja, ja. Oh, was gefunden. Mach's doch selber. Nee, ich guck mir Fotos an. Practical Caver. Special Edition, beautiful. Was haben wir hier? Ein Schiff, Juni 82. Und noch eine Mensch. Frühmensch, Isla. Ja. Kann ich was aus den Seilen machen, dass ich noch ein paar Seile mitnehmen kann? Ja. Nee. Ja. Ja, nee. Aber, ja, aber nein, aber ja, aber. Kann ich hin? Ja. Guck mal die Leiche hier oben bei den Seilen. Guck mal, ja, was damit? Schön, die einfach aussieht. Ja, das sieht wirklich sehr hübsch aus. Die ist richtig was süß. Kann ich mit Seilen noch machen? Für unsere Baumhausplattform. Also da nichts muss man grade. Mal ein Seil dran. Nee, also gerade nichts gerade. Kann ich was mit den Schädeln noch machen? Kann ich die irgendwie zu einer Bola zusammenbinden oder so? Zwei Schädel und ein Seil? Ich glaube nicht, ich habe keine Ahnung. Aber man kann Waterskin... Snowshoes? Wie mache ich denn Snowshoes? Mit Kaninchenfell. Ja, ich habe keine, aber ich habe mal welche gemacht. Nein, ich habe Schneeschuhe. Ich habe Schneeschuhe. Mit Kaninchenfell. Ich weiß gar nicht, wie das war. Lilly, guck mal. Ja, Kaninchenfell. Nein, hier, an meine Füße. Wunderschön. So, ich bin dann gleich draußen. Weißt du noch, wie du die gemacht hast? Ja, du musst einfach zwei Seile und dann den Rest Stickies. Oh, stimmt, so war das. Ich habe Schneeschuhe, was auch immer sie bringen. Tapsch, tapsch, tapsch. Ja, wir können nachher faktisch durch Schneegebiete. Ja, es gibt ein Schneegebiet hier. Dafür braucht man die dann.
Oh, endlich Tageslicht. Oh, ist das schön. Ach, da geht schon gut. Raus? Nee, ich will da hinten nochmal weiter gucken. Komm, Lilly, wir gucken nochmal hier. Hier geht's weiter am Wasserfall. Wir müssen einfach überflecken, um die nächste Höhle erreichen zu können. Komm mit, bei Fuß. Wir müssen hier an diesen Wasserfall. Ich bin ein Kanite schnell wegkoppelt. Bei Fuß, ich bin doch nicht dein Hund. Bei Fuß? Ich glaube, es hat. Bei Fuß! Mach's auch noch. Siehst du? Ach, Leute. Es ist so laut hier, verdammt. Das sind sie wieder. Die halten einen immerhin auf, denn. Das sind die Leute. Ah, das Kanitchen ist schuld. Ich kann das hier nicht alleine in die Höhle hoppeln lassen. Das kommt ja nie wieder lebendig raus. Ja. Ja, beschützen. Einer muss ja dafür sorgen. Ja. Red mal weiter. Hier geht's hoch. Glaubst du nicht, dass du selber auf die aufpassen kannst? Ernsthaft. Hopp. Wenn du immer noch die Schuhe an hast. Ich glaube, ich hab sie auch noch an. Ja. Nee, ich schon. Hast du sie auch equipped? Nee, hab ich nicht. Aus ja, Prinzip nicht. Ich brauche sie jetzt nicht. Das ist kein Problem. Was ist das denn hier? What? Oh Mann. Ich hab einen Kompass! Du hast einen Kompass? Und ich hab eine Karte! Oh, stimmt, ich auch! Geil, ich aber hab Razer Kompass braucht es nicht. Nö. Razer, nö. Geh weg, geh ruhig weg. Cool. Mach ruhig deine eigenen Dinge. Cool. Achso, der Typ, ja. Gut. Geil. Nee, nimmt er den Kompass nicht? Brauchst du nicht, du brauchst nur den Kompass und die Karte und den. Ach, jetzt nimmt er ihn. Nee, ich wollte ihn mal in die Hand nehmen. Guck mal. guck mal bitte. Moment. Guck doch mal. Los! Oh, wie süß. Der du kannst ihn runterschlagen da übrigens. Alter, ist er gerade abgesprungen oder hast du ihn getötet? Na, getötet. Na, was sonst? Dachte gerade, er greift dich an. Ja, ich brauch doch was zu essen noch. Ich verreck doch gleich so wieder. Oh. Oh, das ist ein Typen. Das wäre so schlimm.